Das Beste, was du jemals für deinen Guru tun kannst, wenn du überhaupt etwas tun möchtest, dass du deinen Unsinn fallen lässt und wächst. Deinen vergangenen Unsinn überlässt du mir. Um den gegenwärtigen Unsinn kümmerst du dich. Wenn du das tust, ist das das Beste. Nein, angenommen, du stirbst. Selbst wenn ich sterbe, werde ich den spirituellen Teil meiner Tätigkeit nicht einstellen. Erst recht, wenn Sadhguru morgen sterben wird, musst du heute Abend aufblühen, nicht wahr? Ich möchte also, dass du das Leben so betrachtest. Entweder du stirbst oder ich sterbe morgen früh. Also sollte heute Abend etwas passieren. Ist es nicht so? Denke also nicht in Wochen und Monaten und Jahren und Jahrzehnten oder gar Lebzeiten. Denke im Sinne von Momenten. Denn das Leben geschieht in Momenten.